So, und da sind wir wieder bei TechTown. Heute mal bestimmt ohne Fail, ich denke. Eventuell. Kommt drauf an. das Rind ist schuld, einfach so. Okay. Einfach mal. Tut mir leid. So. Haben wir noch Kaktus? Kaktus? Ich glaube nicht. Den hatte ich alle, den hatte ich verbraucht. Den letzten. Green. Ne, aber nicht. Die brauche ich ja für die Waterproof Pipes. Oder habe ich noch? Boah. Wow, zwei Waterproof. Die reichen nicht. Damit. Muss ich noch ein paar Kaktussen holen. Aber das geht ja easy mit der Rüstung. Fliegst du jetzt übrigens schneller oder nicht? Nö, nicht wirklich. Aber jetzt nicht wirklich. Allgemein schneller. Auf jeden Fall bin ich nicht so schnell wie du. So. Ja, es kann auch sein, dass du dir so viel Zeug drauf geknallt hast, weil ich habe ja jetzt nicht so viel, also ich habe mich wirklich nur aufs Nötigste beschränkt eigentlich. Ja. Weiß ich nicht. Shit happens. Oh, da ist noch ein großer Kaktus. Wow, ey, ich seh dich. Ich seh dich flamen. So. Mal so ein Thema, was unternimmst du eigentlich gegen diese Wärme? Gegen die was? Gegen diese Wärme. Gegen Wärme? Wärme. Diese Wärme, wie sie gerade stattfindet. Bei mir ist nicht mehr so warm. Ja, bei mir ist es warm. Heiß. Ich hatte einen Ventilator aufgestellt und dann... Der läuft bei mir hier ständig. Ich habe immer Angst, dass man den in der Aufnahme hört, aber... Und dann war das... dann stand der rechts neben mir und auf einmal während dem Zocken... knallt das Ding auf einmal und der Ventilator, dieser Rotor fliegt ab. Geil. Ja, und jetzt habe ich keinen mehr. Und jetzt habe ich immer alle Türen auf. Ja, und ich mache mir Sorgen, dass man ihn in der Aufnahme hört, ne? Okay. Richtig heftig erschrocken. Ja, glaube ich dir. Erstmal der Ventilator um die Ohren. Geil. Ja, YOLO, ne? YOLO. Wo bist denn du jetzt gerade? Ich bin bei den Tanks. Ach so, ich warte hier die ganze Zeit in der Wüste auf dich. Nö. Ich muss noch ein paar Schalter holen und dann können wir das umpumpen. Aber dann konzentrieren wir uns erstmal auf was anderes noch, weil ich will ja die Black Hole Chest umlegen. Dafür müssen wir aber erstmal ein geeignetes Haus bauen. Aus, weiß ich noch nicht, Marvel vielleicht? Ja. Marvel. Irgendwas Schickes, Modernes. Könntest das ja auch so durchsichtig machen. Wie bei dieser Schweinefarm so. Aber nicht genauso, aber. Nein, halt ich will ja, also wenn dann will ich schon ein richtiges Haus. So. Bei die Schweinefarm kriegt ja auch noch ein Haus oder ein Stall, je nachdem. So. So, siehst du, jetzt pumpt er das hier um und es geht immer in den hintersten Tank. Wenn der hinterste Tank voll ist, pumpt es halt nicht mehr rum und dann bleibt es in dem Tank. Und so haben wir eigentlich erstmal Kapazitäten, damit die erstmal laufen können. Kommt der überhaupt noch was? Ja. Ja. Der läuft halt jetzt relativ langsam, weil die Redstone-Engines noch nicht warm gelaufen sind. Aber naja, das wird schon. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht in der Aufnahme. Nö, man sieht die Steam-Notifications nicht. Das ist gut. Jo. Das ist gut, YOLO. So. Ich sag mir in der letzten Zeit immer YOLO. Ich weiß nicht warum. Ich möchte mir das eigentlich abgewöhnen. Gerne. Was haben wir denn? Ich brauche nochmal die Wrench. Oder hast du eine Electric Wrench? Nee, ne? Nee, gar nicht. Muss ich mir mal bauen, irgendwann. Den Atomreaktor mal abbauen. Nach was weiß ich, wie vielen Folgen, wo wir nicht benutzt haben. Ist der da immer noch? Ja. Oha. Steht seit Folge 100 nutzlos rum. Ja. Und die Kabel hier auch. Was wir dann vielleicht irgendwann machen sollen, ich habe ich ja auf dem FTB-Server, wo wir da mal gespielt haben, da habe ich ja einen Reaktor gebaut. Der hatte eine Luftkühlung. Und das hat auch super funktioniert. Und der hat 300 noch was EU pro Tick ausgegeben. Und war komplett luftgekühlt. Du musstest dich nicht drum kümmern. Du hattest einen Reaktor? Ja, ich habe einen ganzen Reaktorhaus da aufgestellt. Ich denke, du hattest da geothermal, wie hier. Ja, auch, aber nebenbei auch noch einen Reaktor. Hier will ich auch nebenbei noch einen Reaktor haben, eigentlich, weil YOLO, so. Cool. Gibt's ja auch die oder eine zweite MFSU oder eine dritte, weil ihr meine ja weggesprengt habt. Flips war das.
Ich habe damit nichts zu tun. Nein. Jedenfalls wurden meine FSUs weggesprengt und ich bin nicht glücklich. Oh, ich kann Fackeln damit abschießen. Ja, die brauchen wir eh nicht mehr. War so klar. War so klar. Lord. So. Oh, das Powertool ist so geil, ey. Ja, ist es. Ohne Scheiß. Ich habe übrigens dem Rind erlaubt, es offscreen zu machen. Das sollte man ja bemerkt haben. Ja, stimmt. Ja, hat er dann heute Abend oder... Nee, Quatsch, gestern war das, ne? Gestern irgendwie, über 3 Stunden. Dann war doch alles. Ja, ich habe nur den Serverlog geguckt. Irgendwie 14 Uhr eingeloggt und was weiß ich, wann ausgeloggt wieder. Also, es war schon lang. Und es reicht ja, dass ich es alles in der Aufnahme gemacht habe, wo man es gesehen hat. Ich habe totale FPS-Einbrüche irgendwie. Ja, ich jetzt... Also, ich wundere mich manchmal, Stein, aber... Nö, eigentlich nur nicht. Ich passe hier gerade mal wieder alles zu, weil hier ist irgendwie alles so offen. Ich kill mal ein paar Schweine. Und kaputt, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Hier unten können wir dann den Benzingenerator reinmachen in dem Raum, da ist momentan nichts drin. Ich überlege immer noch, das Haus machen. Ich glaube, wir machen es aus Marbel und Basaltakzenten. Ich requeste einfach mal. Nee, das war falsch. Egal. So. Gib mal Ruhe her, ey. Nehmen wir Rohn Marble oder Marble Bricks? Also ich finde Bricks besser. Ich weiß ja nicht, was du für ein Texture Pack hast. Also bei mir sieht eigentlich beides ganz gut aus. So, Tex. Ja gut, das hab ich auch. Ja, ja. Gut. Bei mir ist das ja auch im Boden. Nehmen wir Basalt Bricks und... Ach Quatsch, Marble Bricks und Basalt Paver. Das ist eigentlich ganz geil. Basalt Paver, was ist das denn? Das ist einfach, wenn du Basalt nochmal reinlegst, kriegst du Basalt Paver. Es sieht eigentlich komplett genauso aus, glaube ich. Und es hat ein paar mehr Muster, also es sieht besser aus. So. So, und hier hinten würde ich das so sagen. Achso, du hast ja hier alles kaputt gemacht. Einfach blinde Zerstörung hier. Oh, ich habe noch 2 Stacks Glas. Gar nicht. Blinde Zerstörung. Also egal, flieg mal irgendwie. Wie viele Stacks passen in eine Truhe? In was für eine Truhe? Kleine Holzkiste. Warte mal. 3x3x3. Also. Nee, warte mal, Quatsch, nein. Eine normale kleine Holzkiste sind jeweils 3 Crafting-Tische sozusagen. Also 9 plus 9 plus 9. Ja. Ich weiß. 27? 27, ja. Ja, 27, 6. Du wolltest mich nur testen, oh mein Gott. Naja. Wo gehen wir denn hier? Ich glaube hier. Hier ist gut. Haben wir hier so einen Überweg. Wir müssen es eventuell symmetrisch machen. Wenn wir hier den Eingang machen, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und an die Ecken machen wir jeweils schon Basalt Paver. Alter, das sieht so geil aus, das Basalt Paver hier in dem Texture Pack. Warte, ich komm. Wo bist du jetzt? Ich bin hier hinten bei der Schweinefarm in der Nähe. Okay. Willst du da das Haus bauen? Ja, ich überlege gerade. Und dann so ein richtiges Meisterhaus. Ja, yeah, es muss ja geil werden. Willst du hier ein bisschen Marble? Oh ne, das war eine Redstone Engine. Egal. So, es kommt, warte mal, ne, es ist ja... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was soll ich mit dem Marble? Wo ist es denn? 6x6. Wenn es 6x6 ist, sind es... 12. Ja, den Marble habe ich dir eben gegeben, damit du mitbauen kannst. Was? Lol. Kannst du schön alleine machen. Dankeschön. Ich musste meinen blöden Turm auch alleine bauen. Das hat ewig gedauert. Das ist kein Grund. Na gut, ich helfe dir.
Oh, gnädiger Herr. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, nee, das ist einer zu viel. Oder? Ja, das müsste eigentlich. So ist es richtig. Ist es symmetrisch? Scheint so. Dem Anschein nach symmetrisch. Super. Weiß nicht, Fenster und so müssen wir dann auch noch einsetzen. Ah, das schafft man schon irgendwie. Ich benutze auch jetzt nur noch das Power-Tool, ne? Den Mining-Drill habe ich komplett weggelegt. Ja, ich habe aber immer noch das Jetpack und den Mining-Drill zum Notfall, falls mir die Energie ausgeht. Ja, also, mir geht die Energie nicht aus, weil ich krieg halt durchs Laufen und so. Ja, das habe ich auch, aber trotzdem sind schon 2,77 Millionen weg. Ja, da hast du echt irgendwie zu viel installiert, glaube ich, weil ich habe genau so viel installiert. Ich habe halt den Sprint Assist. Auf dem Power Tool halt alle hier alle Tools, also Schaufel, Pickaxe und normale Axt. Und Swim Assist habe ich jetzt nicht. Den Food Assist will ich mir noch hier installieren, damit er dich automatisch, damit du automatisch isst, weißt du? Das ist eigentlich noch ganz geil. Wollte ich ja auch erst, aber hatte ich dann keinen Bock zu. Naja, kann man ja im Nachhinein machen. So. Das Jetpack hinter mir. Und jetzt machen wir oben noch eine Schicht Basalt drauf. Drauf. Auf. Auf jeden Fall. Ja, mit dem Dach lassen wir uns irgendwas einfallen, schätze ich mal. Irgendwas Styler-Miler-mäßiges. Okay. Dann machen wir erstmal den Boden. Dum, 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 dum. Dum, dum. Ja, genau. Redstone Engine. Ah. Lass dich raus, Jacke. Du hast ja den Swim Assist, oder? Nein. Nein, hast du nicht? Nö, fand ich sinnlos. Hm. Weil ich eh fliege. Ja, ich wollte nur mal wissen, wie der ist. Also, ob der was bringt oder nicht bringt. Warte mal, ich guck mal. Guck mal, was der kostet, vielleicht baue ich ihn mir eben rein. Ja. Wäre aber eigentlich schon sinnvoll, wenn man da, so wie ich eben, ins Wasser fällt und so. Ja, das ist, dann ist man immer relativ langsam, auch wenn man eigentlich fliegen kann. Das ist halt der Nachteil zu dem normalen Jetpack, dass man da nicht so schnell rauskommt. Swim Assist, ein Iron Thruster und 2 Soul Anoids. Nee, das ist jetzt nicht. Da habe ich jetzt keinen Bock zu. Scheiß Thruster. Diese Iron Thruster sind echt scheiße. Ja. Aber wenn ich mir das so angucke, das dauert so lange, damit hochzufliegen. Naja, das, also, wie gesagt, ich muss da, vielleicht musst du ein bisschen abspacken. Abspecken. musst du halt gucken. So, den Boden aus Holz, oder? Hä? Nee. Mach doch auch aus diesem Marble. Das schwarze. Basalt? Basalt. Ja, können wir nicht machen. Basalt. Basalt passt eigentlich überall hin. Hast du jetzt eigentlich meine Redstone Engine aufgenommen? Ja. Okay. Ich glaube. Vielleicht ist sie auch in das unendlich tiefe Loch da unten gefallen. Man weiß es nicht. Sau lustig, hier sind überall so ultra tiefe Quarry-Löcher unter Wasser. Ich kann unendlich unter Wasser atmen. Ja, das kann ich auch. Das fand ich doch noch sehr nützlich. Nutzvoll. Nutzvoll. Geiles Wort, Junge. Auf jeden Fall. Hui. Marvel. Nein, falsch. Ah. Okay. Also ich finde, das sieht so geil aus, ne? Wie so schwarze Fliesen. Ja. Und runtergefallen. Aber du musst ja echt aufpassen mit der Power Armor, dass du nicht zu hoch fliegst oder auf einmal irgendwo landest. Das ist echt krass. Oh, mein Bruder hat sein Handy hier vergessen und wird gerade angerufen. Geil. Das wird gleich richtig laut. Geil. So, wir müssen noch ein paar Screenshots machen, fällt mir gerade ein. Machen wir gleich. Okay. Hörst du das? Ja. Toll. Oh ja, ich bin eben weg. Ja.
Oh, jetzt hat man das Handy. Verdammt. Lol. So. Okay, wo bauen wir die Kiste hin? Ich muss erstmal Reinforced Stone machen. Machen wir bei der nächsten Folge. Wir haben 15 Minuten. Wir machen jetzt noch die Screenshots von letzter Folge. Hier ist bei den... Oh, Alter, wir haben so viel Öl schon. Lol. Screenshot. Wie machen wir denn Screenshot in Minecraft? Ich glaube mit F2. Mit F1 blendet man das aus. So, und hier, warte mal. Ah, so kann ich nicht zählen. Ah. So, weg damit. Und das fangen wir jetzt an hier. Da bin ich eigentlich geflogen, ey. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und mit dem verwirrten Rind. Ja. Hä? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.